damit die Herzen kommen, wir Freunde, zu korrekt oder weg das? Quiz. Heute mit Phil Laude. Ja! Und Wildcatterin Maren. Jo! Heute auch mal hier sitzen, dann schreibt doch eure Bewerbung in die Kommentare. Eine lustige Begründung oder euer Abschlusszeugnis. Und Daumen nach oben natürlich nicht vergessen und den Kanal abonnieren. Maren, hast du Bock? Total, ich freue mich sehr. Das freut mich sehr. Phil, du bist zum zweiten Mal mit dabei. Du hast beim letzten Mal, als du hier warst, im Finale gegen Dennis verloren. Yes, hast also einiges heute aufzuarbeiten. Korrekt oder weg. Tschüss. Welche Farbe hat die Haut von Shrek? Grün. Welche Farbe hat die Haut der Simpsons? Gelb. Welche Farbe hat die Haut der Schlümpfe? Blau. Quadratwurzel aus 18 ist? Welche Farbe ergibt sich aus den letzten beiden Antworten? Grün oder Rot? Grün. Stark. Oh, aber hart. Welcher Monat ist der 6. des Jahres in unserem Kalender? Juli. Hammer, hast du einen Hammer? Juli war gar nicht Geburtstag, ich wusste Juno. Januar, Februar, März, April, Mai, Juli. Die Jahresuhr steht niemals still, Bro. Ist das krass? Ist das ein Spiel von dir? Ist das gespielt? Wie ist die Mischung heute? Ekelhaft. Maren, du kommst aus Köln, nehme ich an? Ja, genau. Und du kommst gerade aus dem Frühdienst. Genau, ja. Was heißt Frühdienst? Was machst du? Ich arbeite in einer Wohngruppe für Menschen mit Behinderung. Mhm. Und wir unterstützen da die Leute in der alltäglichen Lebensführung und also Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit. Maren! Starke Nummer. Gut los. Welches sportliche Großereignis findet vom 14. Juni bis zum 14. Juli in Deutschland statt? Oh, ihr wisst, dass ich keinen Fußball gucke, ne? EM? Ja, der war zu spät. Was? War im schon drin. EM. Fußball-EM natürlich. EM habe ich noch gesagt. Das war schon im Kriegst du als VIP bestimmt VIP-Tickets, oder? Schönes Olympiastadion. Ihr habt den wesentlich widerlicher gemacht. Ja, das ist heute, kommt immer je nach Gast. Oh Mann. Genau. Danke, Josie. 18! In welcher Stadt mit 3,6 Millionen Einwohnern findet am 14. Juli das Finale der EM statt? Ich würde sagen, es ist Berlin, oder? Starke Nummer. Welche deutsche Sängerin singt den offiziellen EM-Song zusammen mit One Republic und Medusa? Leonie oder Estefania Wollny? Leonie. Oh. Was wird aus Zuckerrohr gewonnen? Zucker. Hä? Keine EM-Frage. Was heißt Zucker auf Englisch? Sugar. Oh, oh. Oh. Was wird beim sogenannten Sugaring vom Körper entfernt? Haare! Hätte ich nicht gewusst. Bikini-Zone. Wie viele Vokale hat das Wort Haare? Zwei. Drei! Oh. Haar. Zwei Haare und E am Ende. Ja. Ach, stimmt ja. Ja, oh je. Ja. Klopf's hier rein, Maren. Ich will nicht sterben, Maren. Oh Gott, das schmeckt wirklich nicht lecker. Das ist nicht lecker, oder, Maren? Mm-mm. Was sind deine Hobbys? Wenn du hier nicht am Quiztisch sitzt, was machst du dann? Ich spiele tatsächlich Fußball und ich sticke sehr gerne. Mm. Ja. Welche Range? Was stickst du? Nee, ihr habt so ein schönes Küchenhandtuch mit einer Ananas drauf. Das habe ich für euch bestickt. Ah, Klümmelei! Ja, das war nochmal dein guter Applaus. Das war eine Auftragsarbeit. Welche Farbe hat der Teppich, der Stars und Staatsoberhäuptern beim Empfang ausgerollt wird? Rot. Das ist geil! Was für ein Tier ist die Zeichentrickfigur Garfield? Kater. Katze. Woraus macht eine Photovoltaikanlage Strom? Das weißt du. Sonne. Ah, ja! Fuck! Auf welchem Himmelskörper unseres Sonnensystems herrscht eine Oberflächentemperatur von ca. 6000 Grad? Auf der Sonne. Stark. Und bald auch auf der Erde. Wie viele Buchstaben hat das Wort Sonne? 5! Ja! Boah, ey, du. Wie welches Früchtchen wird Fernsehmoderatorin Andrea Kiewel von ihren Fans genannt? Kiwi! Richtig! Welcher US-amerikanische Late-Night-Moderator wurde unter anderem durch sein Carpool-Karaoke berühmt? James Corden. Ich möchte jetzt schwere Fragen kriegen, ist mir zu einfach. Ich langweile mich. Boah. Wie heißt die Mehrzahl von Kuchen? Kuchen? Kucher.
Kuchens. Das Vereinigte Königreich, Großbritannien und Nordirland besteht aus England, Nordirland, Schottland und... Weißt du? Island. Wales, oder? Da! Wales. Wales hätte ich auch nicht gewusst. Ekelhaft. Apropos ekelhaft, die zweite Staffel deiner Serie. Almania läuft jetzt in der ARD-Mediathek. Applaus. Und die läuft ekelhaft erfolgreich. So haben wir es doch gesehen. Ja. Erzähl mal ganz kurz, hol die Leute mal ab, die es jetzt noch nicht gesehen haben. Worum geht's da? Es geht immer noch um einen Lehrer, nur der ist jetzt an seiner Brennpunktschule ein bisschen angekommen und jetzt hat er im Privatleben ziemlich viel Struggle mit seinem Allmannwesen. Ja, und, sehr läuft ziemlich gut, habe ich mir sagen lassen. Ja. Ich habe mir die Zahlen geben lassen. Ja, Chapeau, Applaus. Ist echt, glaube ich, eine tolle Serie geworden. Ja. Also. Unterricht. Dennis möchte auch mal mitspielen in Staffel 3. Ja, ich frag mich, wo es bleibt. Können gerne Cameo. Wir möchten halben und halben Drehtag und keinen festen Text. Können wir organisieren. Benni, mach mal so einen Lehrer. Super Lehrkräfte. Maren, wie warst du in der Schule damals? Ja, ganz okay, würde ich sagen. Wie Schnitt? Was ja, war gut. Nee, 2,1. Welche deutsche Landeshauptstadt ist dem Namen nach ein Dorf? Düsseldorf. Ja. Jetzt kommt eine schwere Frage. Ja, komm, gerne. Bei welcher Steuer kommt das Ehegattensplitting zum Tragen? Der Einkommensteuer. Wow! Ja! Ja! Okay. Peter Zwegert, sauber Junge! Ich bin der Jäger. Welcher Monatsname ist der kürzeste? Mai. Alter! Wie schnell. Welche beiden Mannschaften stehen im Finale des diesjährigen DFB-Pokals? Kaiserslautern und Leverkusen. Denn mit euch? Ah, gut. Wie werden Speisen genannt, die so zubereitet sind, dass sie beispielsweise auf Partys ohne Besteck mit den Fingern zum Mund geführt werden können? Snacks, Fingerfood. Jung, genau. In wie vielen Tagen fand die Reise um die Welt in Jules Vernes berühmtem Buch statt? Was heißt du? 90. Tja, Mr. Okay, Dr. Allwissen. Das Level ist okay, das hätte ich auch noch wissen können, wissen müssen. Jules Verne ist ein Begriff, Maren? Ja, im Physikunterricht wollte mein alter Physiklehrer die Reise um die Welt als CD nachstellen. Auf einem DVD-Player gucken. Das hat nicht so viel Sinn ergeben. Aber, ja. Was habt ihr stattdessen geguckt? Ja, also, nee, ich glaube, er hat 30 Minuten probiert, die CD auf dem DVD-Laufwerk zum Laufen zu bringen. Ja, ja, es war auch, ihr habt es ihm auch nicht gesagt. Nee, war ja sehr amüsant, super, für uns. Ja. Glaubt ihr, es gibt immer noch diese alten Overhead-Projektoren in den Schulen? Ja, klar. Ja. Gibt sie immer noch in den Schulen? Wir sehen die ja überall. Ja, ist es wirklich so? Ja, klar. Du drehst an den Schulen. Ja. Wie sehen die Schulen aus? Also ist genau das noch so wie damals. Krass, okay. Und die Möbelage in den Schulen, also die Stühle, ist alles neu oder ist immer noch alles alt? Also da, wo wir drehen, sieht es wirklich genauso aus wie in meiner Schulzeit. Aber glaube ich, auch in der Schulzeit unserer Eltern. Ihr müsst das doch dann drehen, wenn die Schüler und Schülerinnen Ferien haben, oder? Genau, in Sommerferien, ja. Okay. Wie viele Augen haben Spinnen in der Regel? 6. 4! 8. Wir haben 8 Augen und 8 Beine. Schade, 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 schade. Das war ein Schade für jedes Spinnenauge, denn tatsächlich, die meisten Spinnen haben genauso viele Augen, wie sie Beine haben, nämlich 8. Und natürlich gibt es Ausnahmen. Spinnen, die in Höhlen leben, die haben 0 Augen. Brauchen sie auch nicht in der Dunkelheit. Und ganz wenige Spinnenarten haben 6 Augen, wie zum Beispiel die Sandspinnen. Ist auch praktischer da, wo die leben. Ein Augenpaar weniger, in das Sand kommen kann. Prost. Außer Weberknechte. Die sind keine echten Spinnen. Wie, was sind die sonst? Weiß ich nicht. Ich habe gehört, dass du gerne durch den Regen spazierst. Ja, total. Was denn? Ja, ich finde es total schön, ist total beruhigend. Aber auch dann mit einer Kapuze oder gehst, ja, du, also, wie du willst? Nee, schon mit einem Regenjäckchen. Aber ja, wenn es regnet, gehst du raus? Ja, genau, das mache ich gerne. Guten Durst und tschüss. Wie wird die Krankheit Diabetes mellitus umgangssprachlich genannt? Zucker! Diabetes! Hä, hey, ja! Umgangssprachlich, ich hab Zucker! Was war die richtige Antwort? Diabetes! Wie wird die Krankheit Diabetes genannt? Zucker, ja, aber ich sage, umgangssprachlich ist, ich hab Zucker! Ich hab Zucker! Hast du auch Zucker? Ich hab Knie. So.
Wie heißt die US-amerikanische Fantasy-Komödie, die von drei erfolglosen Parapsychologen handelt und bei der unter anderem Dan Aykroyd und Bill Murray mitspielen? Hä? Fluch der Karibik. Ghostbusters! Scheiße, aber ja, klar. Aber okay, Geistergedöns. Hattet ihr nicht so eine Vampirphase? Wolltet ihr nicht auch mal Vampir sein? Doch, ich bin ja großer Twilight-Fan. Ja, ich auch. So sein, echt? Endlich hast du jemanden gefunden? Ja. Es ist für mich wie ein Märchen. Ja, es ist ein Märchen, ne? Hast du noch nicht? Ja, ist das der Zweite? Ja, der Zweite. Mitkommen. Maren, du hast ein Geschenk dabei. Ja. Darf ich ja. haben? Ja, na klar. Ich habe gestern noch was Nettes genäht für euch. Darf ich sagen? Nee. Ach so, eine Ananas sein. Ist das in der Hand? Ja. Ja, oben ist ein bisschen hässlich das geworden. Aber ich bin mir auch so, ist kein Problem. Das ist ja ein mega Riesenapplaus. Guck mal hier. Verkuschel dich. Weiter. Alright. Wie viele S kommen in dem Wort Mississippi vor? Vier. M-I-S-S-I-S-S-I-P-I. What the fuck? Wie heißen die Früchte der Rose? Kirsche. Hätte ich auch nicht gewusst. Hagebutten. Wow. So. Wie Hagebutten sind Früchte der Hose verschafft. Der Hose, oder nicht? Früchte der Hose? Dann Cheers, okay. Oh, du musst raus, Maren. Ja, oh. Und Maren, ja. Wie war es für dich, hier mit uns am Tisch zu sitzen? Hammer. Total schön, vielen Dank. Gerne, ja. Sehr gerne. Ja. Kannst du dich an deine Community gerne verabschieden? Ja, tschüss. Josie. Bist du raus? Tschüss! Nach welchem österreichischen Arzt und Begründer der Psychoanalyse ist ein Versprecher benannt, der etwas über die unterbewussten Gefühle verrät? Was weißt du? Sigmund Freud. Stefan Frank. Sigmund Freud. Na gut, man lädt ja was dazu, hier ist doch okay. Das war's für dich. Wir brauchen ein Finale. Schon wieder? Danke für alles, liebe Freunde. Danke, dass ihr mich so jahrelang so supportet. Ich ziehe mich aus der Öffentlichkeit zurück. Ciao. Wir werden dich vermissen. Und damit stehen Phil Out und ich im großen Finale und wir spielen entweder oder. Korrekt oder nicht korrekt? Bei der diesjährigen Oscarverleihung wurde Madam Web zum besten Film des Jahres gekürt. Nicht korrekt. Messi spielt zusammen mit Luis Suarez bei Inter Mailand. Komplett falsch. Dopamin und Serotonin werden umgangssprachlich als Glückshormone bezeichnet. Korrekt. Schmetterlinge haben 6 Beine. Nicht korrekt. Ja! Haben sie! Haben sie! Haben sie! Wie der Leberknecht. So. Vielleicht sind Weberknechte Schmetterlinge. Das kann sein, dass sie sich so ein bisschen verändert haben, wegen dem Klima. Dieses Kinderlied gibt es wirklich. Ibims in der Weihnachtsbäckerei. Nein. Das gibt's? Ja. Ich habe mich gerade gefragt, ob ich das mal geschrieben habe. Onkel Stefan liebt Schnee. Nein. Ich hab ganz vergessen, worum es geht gerade. Geht's immer noch um Kinderlieder jetzt? Ja, ja, okay. Ist das so ein Themenblock jetzt? Also ich dachte, okay. Wie so eine WhatsApp-Nachricht, die du einfach vorgelesen hast. Oder so, keine Ahnung. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Korrekt. Zeigt her eure Füße. Nicht korrekt. Oh! Yeah! Und damit nicht mehr. Wo ist das goldene Ding? Du, bevor du das goldene Ding bekommst und die Tischplatte, Dennis, erstmal trinken. Guten, cheers. Und damit Riesenapplaus für Phil Laune! Yeah! Yeah! Verdient, völlig verdient. Geil. Geil. Schön war es gewesen. Und natürlich auch ein Riesenapplaus für Maren. Yeah. Umgibt Allmann beim Tanzen von Phil Laune. Schaut lieber Almania. Und unten gibt's die letzte Folge von Kontra Vectors Twist. Twist. Ciao.